So, hallo YouTube, heute ein neuer Versuch mit Agario oder wie auch immer, egal. Ich habe hier schon mal ein bisschen gespielt, ein kleines Spiel, und ich habe mich jetzt angemeldet, damit wir immer die XP tracken können. Wie nenne ich mich heute? Am besten so. Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Ach ja. Ein Schwarm aus Zellen. Sehr toll. Die könnte man sehr leicht essen, wenn man größer wäre. Ist man aber nicht. Oh. Nice. Schön gemacht. Genau. Was mir letzte Folge aufgefallen ist. Ich spreche ja immer sehr leise. Also die ganzen anderen YouTuber, also die ganz Großen, die sprechen ja alle viel lauter, aber das ist mir irgendwie viel zu übertrieben. Ich könnte zwar mal so was... Ich könnte es mal so versuchen. Hey, Level 3. Ich könnte es mal so versuchen, aber... Na egal. Lieber nicht. Ich versuch's dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet, damit ich euch überrasche damit. So, wie nennen wir uns denn jetzt? Das ist doch ein zutreffender Name. Ja. YouTube Let's Play. YouTube Let's Play. Und ich merke gerade, es hakelt wieder ein bisschen, aber es liegt daran, dass ich eine Einstellung getroffen habe, die wahrscheinlich falsch war. Naja, dann vielleicht, wenn das später auch noch so ruckelt, dann mache ich das vielleicht. Vielleicht exportiere ich das in 30 FPS. Dann können wir dann können wir Daten sparen. Pfeilgröße können wir dann sparen. Und yeah. Toll. Und die Qualität ist bei 30 FPS auch besser auf YouTube. Ich glaube, bei diesem Spiel braucht man zwar nicht so viel Qualität, aber es ist nie schlecht. Qualität ist nie schlecht. Oh, komm her. H5. Yeah. 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 Oh, fuck. Creeper. Hallo, Creepy. Creeper. Oh. Was war denn da? Schön. Jetzt mal mit einem tollen, echten Namen. Was ich auch ansprechen wollte, war, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt den Satz angefangen, ohne zu wissen, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, was wollte ich denn sagen? Genau. Yeah. Ach, was ich sagen wollte. Jetzt fällt es mir ein. Ich wollte vielleicht ein Minecraft-Let's Play machen, ein zusätzliches. Wäre das nicht toll? Ja, das ist jetzt echt ernst gemeint. So. Ich wollte mal wieder ein bisschen Minecraft Beta 1.8 spielen. Also Beta 1.8, nicht die jetzige 1.8 Version 8, okay. Also Beta 1.8, also das damals 2011 und sowas war. Das war meine erste Minecraft Version und ich wollte das wieder mal spielen. Weil es einfach... Ich find's irgendwie... Toll. Ich find's irgendwie besser. Ja, jetzt. Alter. Ich glaube, je größer die Kugeln sind, desto mehr FPS verliert man. Oh, nein. Entschuldigung. Genau, Minecraft Beta 1.8 Let's Play. Ich glaube, ich mache da mal eine kurze Aufnahme und dann schaue ich, wie das bei euch ankommt. Wahrscheinlich gar nicht, weil niemand meine Let's Plays anschaut. Aber... Ja, so ungefähr. Hallo. Hallo. So, wow, da kann man sich ja direkt drin verstecken. Ist das nicht toll? Oh, danke. So macht das ein Pro. Yeah. Voll die... Oh, jetzt ist ziemlich größer als ich. Voll die... Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Egal. Auf jeden Fall, Minecraft Beta 1.8 Let's Play, wie schon 500.000 Mal angekündigt, jetzt in diesem Video.
Und wer dieses Video schaut, der hat schon mal der hat die News zuerst bekommen. Der ist dann voll der News, der MankeyTube News Hipster. Yeah. Ein zweites AIDS. Und jetzt blau. Jetzt wäre es sogar in Reichweite. Also nicht mit der Länge, aber mit der Masse. So, jetzt habe ich's. Es ist aber trotzdem irgendwie schneller. Ich weiß gar nicht, ob ich das essen kann. Turkey. Jetzt das Land, oder? Hahaha, witzig. Ich bin so witzig. Nee, der ist zu groß. Und ich glaube jetzt auch, ich habe mich ein bisschen belesen und ich glaube jetzt auch, dass die... ohne Namen keine NPCs sind, sondern dass die Spieler sind, die keinen Namen angegeben haben. Wow. Ich komme da ja ziemlich schnell drauf. Also, ihr könnt mich natürlich in den Kommentaren berichtigen, wenn ihr das Video sehen würdet. Ha. Nee, es ist echt so. Ungefähr 3 Menschen sehen meine Videos im Jahr. Ich habe zwar eine Aufrufzahl im Monat, die okay ist. Nee, okay auch. Ich will jetzt so darüber nicht reden, weil YouTube möchte das auch nicht, wenn man so über die Statistiken redet. Aber ja, auf jeden Fall, mein Kanal existiert zwar seit 2011, aber er sieht nicht so aus. Ich habe zwar jetzt immer mehr Abonnenten bekommen, seit ich wieder sehr regel, also jetzt lade ich ja fast jeden Tag ein neues Video hoch oder am Tag 2 oder so. Und seitdem ich das mache, habe ich schon wieder mehr Abonnenten bekommen, aber auch ziemlich langsam. Und die meisten Abonnenten von mir sind einfach tote Abonnenten, also jetzt mit Anführungszeichen. Abonnenten, die nichts machen auf meinem Kanal oder die schon lange einen anderen Kanal haben oder sowas. Das heißt, nicht aktive Abonnenten, so jetzt. Und das ist eigentlich schade, weil ich würde mir eine aktive Community wünschen, wie es natürlich jeder tut, um einfach ein bisschen Anhaltspunkte zu bekommen, was euch jetzt gefällt und was ihr scheiße findet. Danke, Jason. Ich glaube, heute rocken wir den Highscore, Alter. Hallo, Fafi. Naja, aktive Community. Also wenn du dieses Video siehst, dann schreib einfach mal einen Kommentar oder like das Video. Einfach mal so zum Test. Du musst es nicht jedes Mal machen, aber einmal, damit ich sehe, dass du existierst. Ja. Weil ich glaube, ja. Egal. Es ist eben so, dass ich ziemlich wenig Zuschauer habe. Schade. Ja, das ist ein kleines Problem. Aber ich tue es ja nicht, weil ich irgendwie Geld oder so will. Ich habe sowieso die Monetarisation, sagt man das so? Egal. Habe ich sowieso deaktiviert. Weil ich will euch nicht strangulieren mit meinen Werbungen. Fuck. Das sieht jetzt schmerzhaft aus. Oh, lecker. Lecker Mo. Scheiße. Tupac. Nein, Tupac lebt. Egal. Ja. Was ich noch sagen will, ist, dass dieses Spiel lustig ist. Also dieses Spiel ist ja ziemlich simpel, aber es ist trotzdem irgendwie... Es macht irgendwie Spaß, weil man will ja trotzdem irgendwie besser werden und auf das Leaderboard und, weiß ich nicht, irgendwie seine Links in den Namen schreiben, um damit Werbung zu machen. Das könnte ich auch mal machen. Einfach... Danke. Einfach mal mein YouTube-Link in den Namen packen.
Könnte ich mal machen. Wäre zwar ziemlich scheiße. Und es würde sowieso keine drauf gehen. Und die meisten, die hier spielen, sind sowieso irgendwie nicht deutsch sprechende Menschen. Das heißt, es wäre irgendwie sinnlos. Und wenn sie einmal auf den Kanal gehen, dann gehen sie wieder runter und abonnieren nicht. Ja. Naja. Also ich suche hier irgendwelche Themen, dass ich irgendwas sagen kann. Und wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, meine Stimme ist nicht ganz so toll wie sonst. Sonst auch nicht, aber egal. Das liegt daran, keine Ahnung, ich weiß nicht, an was das liegt, dankeschön. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so oft YouTube-Videos mache, dass meine Stimme sagt, nee, du, fick dich. Und genau, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sagen darf auf YouTube. Zur Not kann ich ja irgendwie Partnerbewertung ab 18 reinmachen oder sowas. Rufezeichen. Jetzt ist es irgendwie spannend. Nee, der kann mich doch nicht essen, oder? Ich will es zwar nicht provozieren, aber... Oh, haha, danke. Paragraphenzeichen. Der Herr des Gesetzes. Yeah. Richterhold. Was? Jetzt kommt doch mal her hier. Mensch. Eine Runde noch und dann würde ich sagen, bis später. Aber eine Runde noch. Schon wieder diese scheiß Farbe, weißt du? Rosa. Ich wäre mit alles zufrieden, außer lila. Also das. Aber rosa ist echt eine Demütigung. Ich will zwar nicht sagen, dass rosa jetzt irgendwie schlecht ist, dass es eine Mädchenfarbe ist, sonst kommen die ganzen Feministen und... Gibt es das eigentlich auch auf männlicher Seite? Feministen oder auf männlicher Seite so? Meninisten. Oder sowas. Hallo Obama. Ja. Yes. We can. Ja, also dann, wie gesagt, nach dieser Runde wollte ich ja aufhören. Und dann würde ich einfach mal sagen, was würde ich denn sagen? Jetzt muss ich wieder überlegen, was ich sagen könnte. Was könnte ich denn jetzt sagen? Ich könnte zum Beispiel sagen, auf Wiedersehen. Und jetzt kommt die Endcard. Ja Leute, ich habe noch immer keine Endcard. Aber drückt einfach auf den roten Knopf. Und dann seid ihr cool. Ganz bestimmt. Also, Dankeschön.